Liebe Freunde, wir alle kennen das Sprichwort, der Schein trügt. Manchmal sehen wir Menschen, die fromm und gottesfürchtig erscheinen, aber in Wirklichkeit sind sie heuchlerisch und ungerecht. Manchmal sehen wir Menschen, die arm und unbedeutend erscheinen, aber in Wirklichkeit sind sie reich an Glauben und Liebe. Manchmal sehen wir Menschen, die zu einer bestimmten Gruppe oder Religion gehören, aber in Wirklichkeit haben sie nichts mit deren Inhalt oder Ziel zu tun, so ähnlich geht es auch dem Apostel Paulus in seinem Brief an die Römer. Er spricht über das Wesen des wahren Judentums und der wahren Beschneidung. Er sagt, Jude ist, wer es im Verborgenen ist, und Beschneidung ist, was am Herzen durch den Geist, nicht durch den Buchstaben geschieht. Was bedeutet das für uns? Sind wir nicht alle getauft und gehören zu Christus? Brauchen wir uns nicht um das Gesetz Gottes zu kümmern? Nein, das sagt Paulus nicht. Er sagt vielmehr, dass es nicht genügt, sich auf äußere Zeichen oder Privilegien zu verlassen. Es kommt darauf an, wie wir unser Leben führen, wie wir Gott lieben und unseren Nächsten dienen. Es kommt darauf an, ob wir uns von Gottes Geist leiten lassen oder von unserem eigenen Egoismus. Ein Beispiel: Wir können jeden Sonntag in die Kirche gehen, aber wenn wir unter der Woche lügen, betrügen oder hassen, dann sind wir keine wahren Christen. Ein anderes Beispiel: Wir können uns an alle Gebote halten, aber wenn wir dabei stolz, selbstgerecht oder verurteilend sind, dann sind wir keine wahren Christen. Paulus will uns damit nicht verurteilen oder entmutigen, sondern er möchte uns vielmehr zur Umkehr aufrufen, zur Erneuerung unseres Herzens. Er will uns zeigen, dass Gott uns nicht nach dem Anschein beurteilt, sondern nach der Wahrheit. Er will uns ermutigen, ihm treu zu bleiben und seine Gebote zu halten. Er will uns daran erinnern, dass wir alle auf seine Gnade angewiesen sind und dass er uns vergibt, wenn wir unsere Schuld bekennen. Liebe Freunde, lasst uns also nicht nur äußerlich Christen sein, sondern innerlich. Lasst uns nicht nur das Gesetz kennen, sondern es tun und nicht nur beschnitten sein am Fleisch, sondern am Herzen. Lasst uns nicht nur Menschen gefallen wollen, sondern Gott. Dann werden wir wahre Juden sein, im Sinne des Paulus, wahre Kinder Abrahams, wahre Erben der Verheißung. Wir beten: Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Gnade und Liebe zu uns. Wir danken dir dafür, dass du uns zu deinem Volk gemacht hast und dass du uns dein Gesetz gegeben hast. Wir bitten dich um Vergebung für unsere Sünde und unser Selbstvertrauen. Wir bitten dich um dein Wirken in unseren Herzen. Schneide alles ab, was uns von dir trennt. Erneuere uns in deinem Geist. Lehre uns, deinen Willen zu tun. Lass uns dein Lob suchen und nicht das der Menschen. Lass uns dir treu sein, bis du wiederkommst. Amen.